Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass ich hier bin. Ich habe es ein bisschen weicher eingestellt. Chaos Computer Club kenne ich seit meiner Kindheit zumindest als Begriff. Aber ich hatte nie mit dem Chaos Computer Club irgendwo zu tun, also heute das allererste Mal. Und ich habe es mir genauso vorgestellt. Und der Eindruck ist durchaus positiv. Also wenn man strenge medizinische Sitzungen oder Ingenieurssitzungen, die sind vielleicht sogar noch konservativer gewohnt ist. Also für den Anfang wäre der Assistenzarzt erschossen worden. Aber ich freue mich darüber, dass das hier etwas entspannter zugeht. Und ich hoffe, dass ich Ihnen so die nächsten 40, 45 Minuten, ja, nicht nur von meiner Arbeit berichte, sondern Ihnen auch so ein bisschen von der Spannung und auch von dem Aufbruch, der in diesem Bereich Roboter in der Medizin gerade herrscht, etwas vermitteln kann. Vielleicht so begeistern kann, dass man Sie irgendwann in der Szene mal wieder sieht, falls Sie nicht da schon rumtoben. Ich arbeite für die Fraunhofer Gesellschaft und meine Projektgruppe sitzt also, wie Sie sehen, hier mitten im Klinikum in Mannheim. Das Klinikum Mannheim ist ein Universitätsklinikum, was die zweite medizinische Fakultät der Universität Heidelberg beherbergt. Also wenn Sie können in Heidelberg studieren und in Mannheim studieren an derselben Universität. Ist immer recht irritierend, aber wenn man es einmal durchschaut, dann eigentlich auch nicht. Wir sitzen hier in der alten Apotheke mittendrin. Und wir haben noch hier so einen kleinen Außenposten. Wir verstehen uns als Automatisierungstechniker. Und das ist vielleicht nur für, ich will da gar nicht lange drauf rumhacken, das ist vielleicht für das Verständnis ganz gut. Und sind wahrscheinlich auch die einzige Gruppe weltweit, die wirklich, Sie sehen hier die Anordnung der Gruppen, wirklich in der Lage, komplette Automatisierungslösungen, also nicht nur Software oder Steuerung, sondern wirklich Hardware und Software und die Konzepte zu entwickeln. Und wir sind da hingekommen schon vor 2011. Mit der Erwartung, wir hatten schon genug zu tun aus einer Abteilung aus unserem Mutterinstitut in Stuttgart. Es hat sich dann herausgestellt, dass wir gerade erst langsam anfangen, was man mit Automatisierung in der Medizin eigentlich so alles anstellen kann. Also wir fangen das gerade erst an zu erschließen. Wir sehen hier ein bisschen den Spruch, das ist natürlich etwas salopp, aber es ist tatsächlich was Wahres dran. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin jetzt seit 18 Jahren im Bereich Medizintechnik tätig und habe lange in dem Institut gearbeitet mit guten Kontakten, aber immer, sagen wir mal, so 10 Kilometer Minimum von dem nächsten Krankenhaus weg. Es ist ein unerhörter Unterschied, ob man mitten in einer Klinik sitzt und den Ärzten quasi täglich über den Weg läuft, beziehungsweise auch überall reinlaufen kann, um sich das anzuschauen. Das werden Sie auch während meines Vortrags dann und wann mal merken. Eine Rede, wenn Sie Interesse haben, kommen Sie auf mich zu. Wenn Sie vielleicht Studienarbeiten suchen in dem Umfeld, was Sie interessiert, kommen Sie auf mich zu. Ein bisschen Werbung für unsere Sache darf jetzt sein. Ich würde Ihnen gerne, bevor ich einsteige in die Robotik, etwas über die Medizin erzählen. Das wäre allein schon abendfüllend, deswegen eigentlich nur ein kleiner Aspekt aus dem, was wir auch mitbekommen, was uns auch technisch beeinflusst. Also die Medizin hat tatsächlich sehr starke Einflüsse, sowohl gesellschaftlich, das merkt man hier am Anfang. Wenn Sie sich so ein bisschen auskennt, das Kabinett des Vesalius, wenn Sie mal ein bisschen sich mit Leonardo da Vinci beschäftigt haben und mit den Künstlern seiner Zeit, dann werden Sie feststellen, dass man sich bis heute fragt, wie die überhaupt geschafft haben, anatomisch so exakte Figuren zu zeichnen oder aus dem Stein zu hauen, Michelangelo zum Beispiel. Das haben die unter Einsatz ihres Lebens gemacht, weil eigentlich in dieser Zeit, und deshalb meine ich, der gesellschaftliche Einfluss, das teleologische Weltbild noch üblich war. Und das nicht theologisch, auch wenn das sehr eng zusammenhängt, sondern teleologisch. Das heißt, der Mensch ist bestimmt, fremdbestimmt, schicksalsbestimmt. Also ein Arzt kann gar nichts machen. Weil, ob der Mensch überlebt, ob er wieder gesund wird, ist eigentlich die Entscheidung in unserem christlichen Weltbild von Gott. Und das heißt auch, kein Mensch darf den Menschen anfassen. Also eine Sezession, was heute wirklich üblich ist, war damals bei Todesstrafe verboten. Erst in der Renaissance, und dieses Theater des Vesalius war im Grunde genommen tatsächlich, wie man sie sieht, ein Theater, wo das also zur Show gemacht wurde, brach eigentlich dieses Weltbild auf. Und es wurde wieder naturwissenschaftlicher, und zwar so naturwissenschaftlich, wie das zur Zeit der griechischen Kultur war, also vor 2000 Jahren und weiter zuvor. Erst dann war es wieder erlaubt, überhaupt einen Menschen zu zensieren, und es ist auch der Startschuss wieder für unsere Gesellschaft heute, für die moderne Medizintechnik. Das zweite Technik, das sehen Sie hier so in dem Mittelbereich. Hier mal, also es gibt viele Beispiele, das ist mal das Beispiel des Anästhesiegeräts. Also die technische Entwicklung des Anästhesiegeräts ist die Grundvoraussetzung für alles, was heute chirurgisch gemacht wird. Damals wurde also auch operiert und amputiert, aber das muss also außerordentlich schmerzhaft gewesen sein. Sie sehen, dass die Anästhesie also tatsächlich eine technische Entwicklung war, übrigens von einem Arzt erfunden, der damit ziemlich, ist eine interessante Geschichte, lesen Sie es mal nach. Und der dritte Punkt ist natürlich der Einfluss der Medizin, der uns heute am meisten zu schaffen macht, weil die medizinischen Kenntnisse sind sehr, sehr viel weiter als das, was wir technisch mit Diagnose und Therapieverfahren überhaupt erreichen können.
Und zwar geht das, der augenblickliche Schlagwort ist diese molekulare Intervention. Das heißt, das Verständnis des Tumors nicht als irgendwie gelbe Masse in der Leber, sondern das Verständnis des Tumors bis auf die Zelle, bis auf das einzelne Molekül runter. Sie können sich vorstellen, dass das massivste Auswirkungen hat auf die Medizintechnik, auf das Verständnis der Medizintechnik und nicht zuletzt auf die Medizintechnik. Denn diese Sachen sind sie abhängig von Technologie. Und da stehen wir heute. Das Schlagwort heute, es gibt immer Schlagwörter, die wechseln alle halbe Jahre mal, das Schlagwort heute ist tatsächlich die individualisierte Präzisionsmedizin. Ich werde da nicht so im Detail eingehen, aber ich glaube, ich hoffe, es hilft ein bisschen zu verstehen, warum wir das machen, was wir machen. Zunächst mal, jetzt gehe ich in die Robotik über. Sie sehen hier die Entwicklung des Roboters und da will ich eigentlich nur darauf hinweisen und mein Vortrag ist auch ein bisschen in diese Richtung organisiert, dass es zwei Spuren gab. Eine, und da kann man sich drüber streiten, ob es jetzt wirklich der automatisierte Webstuhl war, also die Produktionstechnik. Sie sehen hier den ersten Industrieroboter, diesen Unimation. Sie sehen hier den ersten Roboter, der dann also wirklich für therapeutische Aufgaben nach Programm gesteuert gefräst hat. Sie sehen hier die Generation Artesigo, da hinten nachher komme ich noch drauf, also ein ganz anderer Typ von Robotern, aber sie haben alle gemeinsam, dass sie eigentlich dieses Prinzip des Industrieroboters verfolgen. Ursprünglich Roboter, Sie sehen hier dieses Buch von Čapek, Ruhr, geht es um eine Geschichte anthropomorpher Robotersysteme und wenn man mit Kindern zu tun hat, dann haben sie alle als erstes Robitobi und das Flievertüt eigentlich im Kopf. Also für viele, die sich mit technischer, mit Robotik auseinandersetzen, ist eigentlich der anthropomorphe Roboter der naheliegendste Roboter. Für die Medizin ist er der Roboter, der eigentlich am weitesten entfernt ist. Die meiste Zeit werde ich hier oben mit in diesem Bereich verbringen, aber ich werde Ihnen natürlich auch ein bisschen die Entwicklung zeigen, wohin das geht. Und damit möchte ich auch gleich mit meiner nächsten Folie anfangen. Jetzt muss ich das mal rausstellen hier. Wenn es könnte. Hört man was, ne? Ich will auch gar nicht zu lange darauf rumreiten, wer auf der Hannover Messe war, hat das gesehen. Das ist so im Augenblick im Maschinenbau das, wo man geradezu so mal antestet, was das eigentlich auf welche Wirkung solche Systeme auf Menschen hat. Ich habe das mitgenommen, weil ich es eigentlich als ganz, ganz witzig fand, als ich es gesehen habe. Es ist schon durchaus eine Besonderheit, ein solches System freihändig im Raum herumhüpfen zu lassen. Denn der Tonkonserve abspielen ist sicher nicht so spannend, aber weswegen ich dieses Bild genommen habe, ist einfach mal die Assoziation anthropomorphe Roboter und so etwas im Krankenhaus. Können Sie sich vorstellen, in einem Krankenhaus geht die Tür auf und statt der Krankenschwester kommt so ein Roboter rein, möglicherweise auch noch singend und tanzend. Manchmal geht es da noch schlimmer zu und manchmal wünscht man sich vielleicht den Roboter, aber es ist tatsächlich etwas, was er so auch, und das wollte ich eigentlich damit zeigen, die Akzeptanz von Robotern hat auch noch ganz andere Gründe. Es geht nicht nur, dass wir vieles technisch noch gar nicht hinbekommen. Also wir schaffen es einfach noch nicht, so einen Roboter zu bauen, der wirklich in einem klinischen Betrieb etwas Vernünftiges anstellen könnte, sondern auch, dass natürlich die Angst davor relativ groß ist und auch, dass man dem Arzt etwas wegnimmt, was er macht. Also da gibt es sehr, sehr viele Einflüsse, die manchmal produktiv sind und manchmal auch sehr kontraproduktiv sind. Richtige Roboter gibt es nicht. Was es gibt, ist so etwas. Sie sind vielleicht bekannt. Ich lasse das Video mal laufen. Sie hören jetzt im Hintergrund tatsächlich einen Verbrennungsmotor. Der ist notwendig, um wahrscheinlich hydraulische Energie zu erzeugen. Also Roboter, die zumindest menschennah sind, also keine anthropomorphen Systeme, die heute erforscht werden, wo im Augenblick wirklich ein Hype ist, das sind sogenannte Exoskelette. Sie sehen das jetzt hier, das ist schon ein sehr älteres Projekt. Es gibt da jetzt mittlerweile eine ganze Reihe neue, aber ich finde das immer noch am eindrucksvollsten, weil man hier recht schön erklären kann, worum es eigentlich geht. Der trägt also einen Rucksack mit 120 Kilo. Das war der militärische Anlass, sich mit solchen Exoskeletten auseinanderzusetzen. Der kann also tatsächlich durch den Wald laufen und kann 120 Kilo ermüdungsfrei quasi durch die Gegend transportieren. Medizinisch will man jetzt nicht 120 Kilo durch die Gegend transportieren. Es gibt aber durchaus eine ganze Menge Anwendungen, wenn Sie mal im klinischen Betrieb sind und dann wiegt jemand 180 Kilo und dann ist das die kleine koreanische Schwester, ohne irgendjemand hier jetzt nachtragend zu sein, dann brauchen Sie dann 6 davon. Und wenn Sie sehen, wenn dann die von einer Tag auf die andere transportiert wird, dass das zu einem echten Problem werden kann. Sie brauchen 6 Leute dafür, das ist eigentlich erstmal nicht das Problem, das kostet ein Schweinegeld und so wird dann plötzlich das Gesundheitssystem teurer und die Kette setzt sich weiter fort.
Solche Systeme werden tatsächlich überlegt für den Katastrophenschutz, für den Patiententransport, auch in der Klinik einzusetzen. Technisch gibt es mittlerweile sehr viel smartere Systeme als jetzt dieses hier, was wirklich für den Dschungel gebaut wurde. Aber auf dem Markt ist da noch gar nichts. Auch Systeme, die sehr viel enger an den Menschen gebunden sind. Als Beispiel ist zum Beispiel jetzt hier dieser, Aibo, ja danke. Aibo, oder was ich jetzt ganz spannend fand, in Mannheim gibt es ja eine große Psychiatrie, die sich auch mit Demenzforschung auseinandersetzen. Dieser Hund, der macht nichts anderes eigentlich als mit den Augen blinkern oder ein bisschen mit dem Kopf wackeln. Demente Menschen haben einfach eine reduzierte Wahrnehmung und nehmen das aber schon als extrem positiv wahr. Also man kann mit solchen Stofftierchen, ich habe den mal in der Hand gehabt, das ist wirklich wie ein kleiner, wirklich wie ein Stoffseehund, kann man also tatsächlich auch mal Menschen sehr helfen und ihnen also sehr entspannen. Dieser Hund zum Beispiel wurde nicht entwickelt als Spielzeug, sondern der Hintergrund bei Sony, das ist heute bekannt, war wirklich Menschen, die in der Stadt wohnen und die einfach keinen Kontakt mehr zur Natur haben und die auch noch in irgendeinem Hochhaus eingesperrt sind, tatsächlich ein Lebewesen an die Seite zu geben, also möglichst echt. Das war eigentlich der Hintergrund, diese Art von Robotern zu entwickeln. Eines der faszinierendsten Anwendungen, die würde ich Ihnen hier vorstellen, die stammt nicht von Fraunhofer, sondern wie Sie hier sehen, von der DLR. Das ist jetzt hier ein Video, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Das Faszinierende ist, dass diese Dame, da bin ich nicht ganz sicher, ich denke, sie hatte einen Schlaganfall und war eben dadurch, konnte sich nicht mehr bewegen. Sie hat erlaubt, dass man ihr einen Chip ins Gehirn einpflanzt. Und Sie sehen hier vorne das Empfangsgerät für diese Transponder-Technik. Und auf diese Weise hat sie gelernt, diesen Roboterarm zu steuern. Also was Sie hier auf dem Video sehen, ist tatsächlich gedankengesteuert. Und ich finde das also eine der faszinierendsten Anwendungen, die es für die Robotik in der Medizin im Augenblick gibt, weil es offensichtlich recht gut funktioniert. Jetzt lachen Sie vielleicht, weil er dann noch ein bisschen hin und her eiert. Aber Sie müssen sich vorstellen, sie kann die Hände nicht bewegen, sie macht das alles rein mit Gedanken. Also ich bin ja als Kind und das mit Träumen, das ist, hat 6 Monate dafür gebraucht, also ja. Die eigenen Hände zu kontrollieren, die echten. Vielleicht das mal so auch als Beispiel für die Perspektive, wohin die Robotik gehen kann. Das sind jetzt Schlaglichter gewesen, ich werde mich nachher etwas mehr auf Therapie und Diagnose konzentrieren. Damit fange ich jetzt auch an mit der nächsten Folie. Sie sehen hier jetzt mal so eine Aufreihung von Robotern und jetzt schon mal weg von Industrierobotern, wirklich die Systeme, die heute eingesetzt werden. Erstmal die Spannweite von manuell, hier scherzhaft Messer und Gabel, also typische Skalpelle und manuelle Geräte. Es gibt im Maschinenbau die Differenzierung zur Vorrichtung, stereotaktischer Rahmen, Sie sehen das hier, also da ist kein Motor dran, sondern der hilft einfach mit Skalen, in diesem Fall eine Position dieses Schlittens und damit einen Punkt im Gehirn zu finden, da wird dann eine Nadel oder etwas vorgeschoben. Derartiges ins Gehirn ist heute also immer noch eine verbreitete Methode, hat keinen Antrieb. Die nächste Stufe ist der Manipulator. Das war, ich würde sagen, bis vor 10 Jahren in der Medizin wurde kein Unterschied zwischen Roboter und Manipulator gemacht. Und der Manipulator ist per Definition eine angetriebene Vorrichtung, die eben zum Beispiel nach einem Master-Slave-Prinzip ist. Also die eine Hand mit einer Bewegung des Arztes oder des Menschen eine Eingabebewegung direkt übersetzt. Das bekannteste Beispiel stelle ich gleich noch vor, das ist das Da Vinci-System von Intuitive. Die nächste Stufe ist programmgesteuert. Das heißt also, Sie sehen, dass ein Programm abläuft, was man vorher geplant hat. Auch das kommt nachher mal, wie man das heute macht. Und der Rahmen dann nur im Laufe des Programmes und zum Schluss natürlich, also programmgesteuert autonom, das heißt immer mehr und das wird auch sicher die Zukunft sein, werden die Robotersysteme autonome Eigenschaften haben, was letztendlich bedeutet, dass sie eigene Entscheidungen übernehmen. Und das wird auch nicht anders möglich sein, weil einfach die Komplexität der Medizin derartig zunimmt im Augenblick. Das liegt gar nicht an der Qualität der Ärzte, das wird ohne technische Hilfe und zwar ohne eine integrierte technische Hilfe nicht funktionieren. Hier nochmal die 3 Beispiele. Ich werde mich da jetzt ein bisschen durchhangeln mit neuen und älteren Beispielen. Der Manipulator, also hier vorne. Ich habe einen Sollwert, der wird durchgestellt. Das CNC-Prinzip, dieses ist kein offizieller Name. Das ist also ein Softwareprogramm. Und dann natürlich das Closed-Loop-System, was im Augenblick am meisten in der Forschung von Interesse ist. Das heißt, das System läuft nicht wie hier nach einem Programm. Und sobald eine Störung auftaucht, muss es abgebrochen werden, weil es einfach nicht abgedatet wird. Sondern es ist wirklich ein geschlossener Regelkreis, der zum Beispiel die Bewegung des Herzens misst und eine andere Position misst und das wiederum in die Regelungsparameter mit eingeben kann. Auch hier ein kleiner Ausflug.
an ein Video. Ups. Mhm. Ja. Rufen Sie mal die Raum, wann glauben Sie, wann dieses Video erstellt wurde? Ungefähr. Ich weiß es auch nur ungefähr. Gute, also ich habe also auch gestaunt, es ist von 1994. Also um den Bereich. Colonel Satava ist in der Szene sehr bekannt, ist ein Arzt, der damals das gesamte amerikanische Militärprogramm geleitet hat für die Entwicklung von Operationsrobotern. Und zwar mit dem Hintergrund, die Amerikaner wollen immer an drei Orten, an drei getrennten Orten Krieg führen. Und sie haben nicht genug medizinisches Personal, deswegen haben die extrem viel Geld in Telemedizin reingesteckt. Und diese Ergebnisse sind, also das Intuitive, was Sie gleich sehen, ist eines dieser Ergebnisse, die bis heute übrig geblieben sind. Das hier ist natürlich eine Vision. Erstaunlicherweise, ich hatte jetzt gerade mit der Bundeswehr zu tun, technisch kriegen wir das zwar noch nicht hin, aber die Denkweise, die ist tatsächlich so, die geht tatsächlich in Systeme für Katastrophenfälle, die so arbeiten wie hier dargestellt. Also das ist tatsächlich eine Vision gewesen, die also ein bisschen Realitätsfunken heute schon hat. Was es schon gibt, ist das Ding hier, der Air Mule. Das ist ein automatisch fliegendes Transportsystem für Patienten, was so gebaut ist, dass es also auch in das Gefechtsfeld hineinfliegen kann, macht hinten einfach die Klappe auf, Patient wird reingeschoben, Klappe zu und es fliegt automatisch wieder zum Lazarett, also zum Zielpunkt. Also auch hier Robotik mal, nicht in der klassischen Weise mit irgendwelchen Armen, sondern wirklich Robotik, also automatisierte Systeme, die irgendwo so einen, sagen wir mal so, durchaus Ähnlichkeiten in der Definition mit dem Thema Robotik haben. Gesehen habe ich das leider noch nie, aber es scheint tatsächlich sich im Endentwicklungsstadium zu befassen. Ich schleiche mich langsam an den Operationssaal. Hier sehen Sie so eine der etablierten Manipulator-Anwendungen. Das ist eigentlich schon so hybrid. Das ist teilweise eigentlich schon programmierbar gewesen. Der MKM, das Mehrkoordinaten-Manipulator, das Ding hat eine Raumgröße, war eigentlich eine geniale technische Konstruktion, ist aber einfach aufgrund der Kosten und auch der Sperrigkeit dann wieder verschwunden. Sie sehen hier, dass man hier die Bilder planen kann, die man auch vom CT oder MR bekommt. Und man konnte das System so einstellen nach der Registrierung, dass das Endoskop tatsächlich sich diese Stelle anschaut. Also Manipulator, Roboter irgendwo dazwischen. Klassische Manipulatoren ist der hier, Aesop. Das ist eigentlich wahrscheinlich auch immer noch das weit verbreiteste System gewesen, weil es am preisgünstigsten war. Es hat letztendlich nichts anderes gemacht. Es war ein Manipulatorarm, sprachgesteuert die Bewegung, das Endoskop, was Sie hier unten sehen, so zu steuern, per Sprachsteuerung durch den Arzt in die richtige Position zu bewegen. Klingt noch nicht so spektakulär. Das Robotersystem, der Manipulator, um genau zu sein, mit dem am meisten verdient wurde, das sehen Sie jetzt hier. Das ist das Intuitive-System Da Vinci. Kostenpunkt, weiß man immer nicht, was die am Ende wirklich bezahlen, so zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro, so etwas zu kaufen. Ein so ein Werkzeug darf man 10-mal benutzen, kostet etwa 2.000 Euro, also erzeugt enorme Preise. Trotzdem werden Sie, glaube ich, in Deutschland keine Urologie mehr finden, die so ein System nicht betreibt, weil wer so etwas nicht hat, fällt halt hinten über. Von unserer technischen, Sie sehen hier, wie das funktioniert. Der Arzt sitzt hier an einer Konsole. Das ist also eine Spielkonsole, wenn Sie die Möglichkeit haben, mal da reinzuschauen. Ich habe das am ersten Mal das System vor vielen Jahren in Bonn gesehen und bin so in den Operationssaal reingekommen, dass ich mich also zunächst mal in die Konsole gesetzt habe. Ich dachte, mach mal. Hab dann also einfach, da hatten die dann so ein Beispiel, also so einen Test aufgebaut. Das war eine Nadel, hatten sie eingespannt und einen Wattebausch. Und dann konnte man einfach mal anfangen, mit zwei Händen da rumzunähen. Das Faszinierende daran war, dass die Naht nachher so klein war, dass ich sie mit Auge nicht mehr erkennen konnte. Und ich kann überhaupt nicht nähen. Also das ist also dieses Skalieren einer groben Bewegung, das Filtern des Tremors ist tatsächlich ein extrem positiver Effekt. Das System wird von Chirurgen hochgelobt, zumindest von denjenigen, die es ständig benutzen, außer der Kosten. Es hat zwei entscheidende Vorteile. Das eine sehen Sie hier vorne. Wenn Sie so eine Operation sehen, dann ist da zumindest mindestens 1,5 Stunden Vorbereitungszeit notwendig, um jetzt dann dieses System am Patienten zu positionieren, aufzubauen. Da sitzt auch dann noch eine Assistenzärztin, die dann auch steril ist und dann sitzt der Pfleger noch daneben. Der Chirurg kommt rein, also ich habe das in Tübingen mal gesehen bei Professor Stenzel, der sagt, alles klar, zieht die Schuhe aus, allen Ernstes, muss sich also nicht 20 Minuten oder Viertelstunde
Stunde vorher waschen, setzt sich einfach an die Konsole, sagt, okay, lass uns operieren, operiert eine Stunde die Prostata heraus, das ist die häufigste Anwendung, die damit operiert wird, und packt das in den Bergebeutel, sagt, alles okay, und verschwindet wieder. Jetzt können Sie sich vorstellen, was mich total überrascht hat, in den Diskussionen sollte man immer meinen, dass solche Systeme eigentlich tendenziell eher von jungen Ärzten bevorzugt wurden. Hier die klare Aussage von älteren Ärzten, zum Teil im Pensionsalter und darüber, die sagten, das ist das absolut tolle System. Wenn Sie mal einen Urologen gesehen haben, wie er eine Niere operiert, ich habe es mal gesehen, er hat mit, also wirklich einbeinig, kniehoch, Endoskop abgestützt und dann, weil der Patient war seitlich gelagert, eine Hand von oben, ich kann das gar nicht, eine von unten und das eine halbe Stunde lang. Und nachher hat er mir erklärt, alle seine Ärzte operieren mit Schmerzmitteln. Also hier sieht man etwas, zwei Dinge sieht man. Also erstmal, der Sitz ist hier erstmal gar nicht medizinisch, aber was immer mehr in den Mittelpunkt rückt beim Einsatz solcher Systeme, ist auch das Wohlbefinden des Arztes. Das ist etwas, was ich in den ersten 12 Jahren Medizinrobotik, was überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es ging eigentlich nicht darum, den Arzt irgendwas Gutes zu tun mit dem Roboter, sondern irgendwie dem Patienten zu helfen. Und das hat, dieses System ist halt sehr komfortabel, wie Sie sich vorstellen können, anstatt Rückenschmerzen quasi Fernseh gucken. Gut. Das ist ein Schölly-System. Das Endoskopbild gilt als das Beste überhaupt, was es gibt für solche Systeme. Es kommt aus Freiburg, interessanterweise. Ist Stereo, ja, ja, Stereo. Ohne Stereo geht das nicht. Der zweite Vorteil ist übrigens, also es gibt Vorteile, die erstaunlich sind. Das eine ist dieses sogenannte Endovrist. Ist, also wenn Sie ein normales Instrument in der minimalversiven Chirurgie haben, dann haben Sie eigentlich, also wenn das ein Greifer ist, dann haben Sie hier den Einstichpunkt, den Pivotpunkt, dann können Sie so bewegen, rein, raus, so drehen und das war es eigentlich schon. Hier haben Sie noch das zusätzliche Vrist, also den zusätzlichen Freiheitsgrad. Und das macht so ein System so spannend für die Chirurgen, weil sie damit natürlich auch, wenn man bei der Prostata geht, die hier durch den Bauchnabel bis zur Prostata runter, das sind also gut so ein Stück. Und jetzt versuchen Sie mal, also sehr fein zu operieren, wenn Sie so einen langen Hebel haben. All diese Vorteile bis dahin, dass man eben minimalinvasiv operieren kann und den Bauch dabei inflatiert am Anfang, man pumpt den auf. Ein Effekt, den man vorher auch nicht geahnt hat, war, dadurch wird die Sichtbarkeit besser. Also der Chirurg hat eine bessere Sicht durch diese Darstellung und durch den Überdruck werden Blutungen unterdrückt. Offensichtlich wird bei solchen Operationen kleine Gefäße also wieder verschlossen, die verletzt wurden und auf diese Weise wird das Operieren leichter. Das kann man jetzt fortsetzen, aber damit hat vorher keiner gerechnet, als das System gebaut wurde. Also das war wirklich ein bisschen Try and Error. Hat sich aber durchgesetzt. Die gehört, glaube ich, zu der, und also wirklich mit Konzernen wie AbbVie, Medcom gehören sie zum 10 profitabelsten Unternehmen der Welt, diese Intuitive-Leute, in dem Bereich der Medizintechnik. Gut, jetzt wechsle ich mal vom Manipulator. Das war jetzt also ein klassischer Manipulator, wie Sie gesehen haben. Arzt sitzt an der Konsole, hat seine Finger in diesem Joystick-artigen Handschuh und steuert damit den Manipulator. Hier sind wir bei einem System, oder gab es zwei, die sind beide wieder vom Markt verschwunden. Einerseits der Robodoc und der Casper, ein System hier aus Rastatt und ein System aus Amerika. Diese beiden Systeme waren dafür da, Hüftprothesen zu fräsen. Das sehen Sie hier mal so eine Hüftprothese. Hier sehen Sie es mal schematisch, wie die eingebaut wird. Und der Prozess funktionierte so. Sie sehen jetzt hier einmal, das ist Röntgenbild. In der Regel wird ein CT erstellt. Dann werden diese Daten quasi visualisiert. Und Sie sehen jetzt hier diese CT- oder Röntgenbilder. Und Sie sehen dieses virtuelle, die virtuelle Prothese. Das heißt, der Chirurg guckt sich an, wie dick der Femur ist, wie groß der Knochenkanal im Femur ist. Das ist ja ein Röhrenknochen. Und dann sucht er sich aus der Toolbox dann den entsprechenden Tumor raus, stopft den da rein und drückt dann auf den Knopf. Daraus wird eine Bahnkurve generiert. Also beim Casper-System war es tatsächlich eine Diskette, eine MOD, die er dann in den OP nimmt, in den Roboter einstift. Dann wird das registriert, damit der Roboter weiß, wo jetzt eigentlich der Oberschenkel ist. Das geht mit Knochennägeln. Und dann fräst er den Prothesenkanal und auch nur den, also das gesamte Öffnen des Oberschenkels, also das Aufschneiden, was recht blutig ist. Und dann geht er mit so einem Haken da rein, der Chirurg, und macht Plock. Also der reißt dann die Kugel aus der Pfanne und schneidet dann oben die Kugel ab und der Rest wird dann halt gefräst. Aber es ist nur der Fräsprozess, der dann automatisch geschieht. Und Sie sehen dann hier, wie das dann am Ende eigentlich aussehen soll. Weshalb ich dieses Beispiel bringe, ist, warum das gescheitert ist. Es gab einige Gründe dafür, aber einer der zentralen Gründe ist, es konnte nie nachgewiesen werden, dass das tatsächlich einen besseren Prothesensitz beschert. Da gab es verschiedene Gründe, einen will ich dir gerne zeigen. Sie sehen jetzt hier, wie das dann eingesetzt wird und eigentlich die Prothese wird besser, wenn Sie hier einen Presssitz erzeugen. Also,
Das ist einfach, das kennen Sie, glaube ich, aus der Technik, brauche ich nicht weiter zu erklären. Sie müssen also dafür sorgen, dass jetzt hier quasi der Durchmesser dieser Prothese dem Knochenkanal entspricht. Das heißt, die Prothesen sind schon absichtlich so gebaut. Sie haben also relativ komplexe Geometrien, aber was noch schwieriger ist, wenn Sie einen Presssitz im Maschinenbau machen, dann sehen Sie hier dieses Phänomen mit den, beziehungsweise das kommt aus einem Lehrbuch hier für Maschinenbauer. Sie sehen den Durchmesser der Welle, Sie sehen das Bohrloch, da kommt diese Bezeichnung H7 her, die Sie vielleicht mal da gesehen haben, oder J und so weiter. Sie sehen, dass hier also bestimmt wird, wie das Verhältnis zwischen Außendurchmesser und Innendurchmesser ist. Können Sie sich vorstellen, wenn der Außendurchmesser größer ist als der Innendurchmesser, dann muss man das mit Kraft reindrücken. Man temperiert es, also man erhitzt die Hülse oder man friert den Bolzen, all sowas. Sobald die sich dann normal temperiert, dehnt sie sich wieder aus. All diese Dinge können Sie im OP nicht machen, mit dem Knochen erst recht nicht. Sie haben überhaupt keine Ahnung, welche Materialparameter dahinter stecken. Ich habe mal Versuche mit Präparaten, also mit Leichen gemacht. Diese Parameter sind komplett unterschiedlich, völlig unvergleichbar bei gleich alten Männern. Und das heißt also, Sie wollten hier ein Presssitz mit, Sie können zwar präzise fräsen, aber solange Sie die Materialparameter nicht haben, nützt Ihnen das nichts. Und das führt dazu, dass Sie, wenn Sie zu Ärzten gehen, die nie einen Robodoc besessen haben, Casper besitzen haben, das sind natürlich dann die Bösartigsten zu diesem Thema, die dann auch sagen, also, die holen dann die Röntgenbilder raus, es ist wirklich so, legen die auf den Tisch und sagen, das sind alles die Robodoc- oder Casper-Prothesen, die sich dann verdreht haben, rausgebrochen und sonst was. Aber man muss ehrlicherweise eingestehen, das mit dem Roboter ist schon soweit okay. Der hat so funktioniert, in den Parametern funktioniert, indem er funktioniert. Sollte, wenn man jetzt mal mit, wer hat heute den Prozess gewonnen? Wer war das? Noch nicht mitgekriegt, habe ich heute im Radio gehört. Die G3-Leute, die Heckler- und Koch-Leute, haben den Prozess gewonnen. Haben Sie es mitgekriegt? Die Spezifikation des Gewehres war also in Ordnung. Und genau das ist hier auch passiert. Die Spezifikation ist vollkommen in Ordnung. Und Sie können jetzt hier also den nicht reindrücken, Sie kriegen keinen festen Sitz und damit haben Sie eigentlich den Vorteil, den Sie damit erreichen wollen, nicht erreicht. Ich mache mit Ihnen jetzt noch einen Spaziergang, der jetzt wieder mal ganz kurz von Robotik wegführt, weil ich Ihnen gerne erklären möchte, warum das so kompliziert ist und auch warum das heute eigentlich nicht gelöst ist. Ich weiß, da sitzen Kollegen von der Bildgebung, die sind da immer anderer Meinung, ich habe mit denen immer wilde Diskussionen, aber es gibt tatsächlich eine Informatiker-Sicht da drauf und meistens dreht es sich um den Begriff, was ist Präzision? Und den Begriff eben, wenn man Maschinenbauer ist und einfach die Geräte, die Messtechnik baut, um so etwas zu erstellen. Ich habe hier bewusst mal ein Ultraschallbild genommen. Sie sehen das jetzt hier mit so einem Schatten da drin. Dies ist der Auszug. Da wissen Sie mehr als ich, wie man das dann also zum Beispiel mit solchen Zahlen darstellen kann. Aber Ihnen wird auch sicher auffallen, dass Sie, hier müsste man ja eigentlich irgendwo sowas wie den Schatten hier wieder entdecken. Den entdecken Sie aber nicht wieder. Und jetzt wollen Sie mit einem Roboter genau hier das Gefäß punktieren oder irgendwas anderes machen. Sie haben nur diese Informationen zur Verfügung im Augenblick. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Roboter einsetzen, also wie solche Daten nutzen, um einen Roboter im Körper zu steuern, dann werden Sie hiermit scheitern. Wir haben einfach nicht genug präzise Daten. Dieses einfache Beispiel, das ist jetzt 20 Jahre alt ungefähr, das habe ich also vor 20 Jahren schon mal benutzt, ist bis heute nicht besser geworden. Das ist eines der zentralen Probleme, die wir heute beim Steuern von Robotern haben. Ich habe 3 Jahre gebraucht, übrigens einen Arzt zu finden, der gewagt hat, mal diese Linien einzuzeichnen. Wir sind nämlich ehrlich gesagt damit auf die Medica gegangen und ein Projekt und haben gesagt, es ist die Leber, weil wir natürlich keine Ahnung hatten. Ich habe einen befreundeten Chefarzt und der hat gesagt, wenn du meinen Namen nicht nennst, dann darfst du diese Linien mal zeigen. Also das ist tatsächlich die Strukturen, die man dort sieht. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie schwierig es ist, wenn Sie jetzt einen Roboter von außen steuern wollen, aufgrund dieser Informationen, die Sie haben, letztendlich aus technischer Sicht dieser Informationen, einen Roboter präzise zu steuern. Geometrie. Das zweite Beispiel ist das hier. Wo ist der Tumor? Man kann es nicht sehen. Es geht nicht. Auch der erfahrenste Pathologe. Der erfahrenste Pathologe, wenn der weiß, woher dieser Schnitt kommt, kann der da gewisse interpretieren, also sehr erfahren. Aber es ist fast unmöglich, hier den Tumor zu sehen. Und dasselbe Problem existiert auch, wenn Sie einen Roboter einsetzen, und das ist auch als Beispiel genommen, um einen Tumor zu resizieren. Dann werden Sie, wird der, in dem Fall ist das Bild des Pathologen, also nicht das Bild, was der Chirurg vor sich hat, das sieht natürlich anders aus, aber wenn selbst der Pathologe sieht nicht im Detail, wo eigentlich der Tumor ist. Ich habe mir auch hier wieder mal einen Pathologen zu Hilfe geholt, der das mal eingezeichnet hat. Also so ungefähr ist das. Sie können sich vorstellen, dass diese Grenzen nicht scharf sind. Sie können sich vorstellen, dass hier drin auch nicht das alles Tumorzellen sind, sondern eben da auch gesunde Zellen dazwischen sind. Also wenn Sie nur eine Zelle sich anschauen, dann werden Sie wahrscheinlich möglicherweise eine falsche Information bekommen. Wieder gespiegelt auf den Einsatz von Robotik. Wenn Sie einen Tumor automatisch rausschneiden können mit dem Roboter, was ein extremer Vorteil wäre heute, und wir haben keinen Widerspruch mehr von den Medizinern bezüglich des automatischen Herausschneidens von Tumoren. Das hat verschiedene Gründe. Aber wir können es noch nicht und der Grund ist dort. Wir finden den Tumor nicht. Den rausschneiden wäre kein Problem mehr. Wir haben ja keine Chance, den so genau zu diagnostizieren, dass wir wissen, wo der Tumor eigentlich so genau ist, dass wir ihn rausoperieren können.
das ist jetzt ein Beispiel, was so zwischen Diagnose und Therapie schwankt. Das ist mal ein Beispiel, wie man solche Informationen tatsächlich auch gewinnen kann. Auch das ist ein Thema, wenn man das so macht, wie Sie es hier sehen, was Konferenzen füllt. Es geht hier um sogenannte Tracer. Ist netterweise von der Radiologie mir zur Verfügung gestellt worden. Sie sehen jetzt hier Lungen, alles was groß und schwarz ist, ist in normalerweise Lunge. Sie sehen jetzt hier, dass diese Lunge nicht mehr ganz dicht, wollte ich sagen, ist, also dass da die verwuchert ist. Und ich habe mir das plappere ich jetzt nach von den Ärzten. Also das ist eigentlich ein Urteil, was man nicht mehr operieren kann. Das ist also fast ein Todesurteil, so ein Bild. Jetzt nimmt man bestimmte Substanzen, Biomarker, Tracer, gibt es verschiedene Begriffe dafür. Die haben die Eigenschaft, die biologische Eigenschaft, sich nur an den Tumorzellen, und zwar auch nur an den Tumorzellen in der Lunge, an diesem spezifischen Typ anzudocken. Wenn man diese Substanzen, das sind Moleküle, so präpariert, dass sie danach im MR oder im CT leuchten, dann erhalten sie plötzlich so ein Bild und sie sehen auf einmal, dass jetzt der Tumor, der Bösartige, gar nicht dieses ganze Wucherung ausmacht. Der eigentliche Tumor ist ungefähr die Hälfte hier oben. Und das kann man dann wiederum biopsieren, mit so einer Nadel oder in dem Fall eine Thermoablation durchführen, und hier hinten sehen Sie dann das Ergebnis, dass der Tumor tatsächlich verödet wird. Ich habe mal nachgefragt, was mit der Frau passiert ist. Also vom Todesurteil, die lebt heute wohl quicklebendig, da geht es richtig gut. Warum ich Ihnen das Beispiel zeige, hat zwei Gründe. Einmal diese Technologie, weil die nachher nochmal eine Rolle spielt. Also wie man Tumore markieren kann. Das zweite ist, so eine Intervention, das Setzen so einer Nadel tief im Körper drin, kann eine Dreiviertelstunde dauern. Und Sie sehen nachher ein Verfahren, wo wir das auf 5 Minuten reduzieren können mit dem Roboter. Wie versuchen wir das Problem generell zu lösen, bevor ich dahin komme? Sie sehen, wir werden also multimodal arbeiten, das sehen Sie hier. Das ist jetzt ein System, wo man den Tumor visualisieren kann, indem man ihn einfach auch mit Tracern arbeitet. Recht, das ist angeblich ein Kaninchen, aber irgendwer hat auch mal gesagt Ratte, ich weiß es nicht genau, ist aber ein Leben noch. Sehen also hier die Blase und links sehen Sie die Lunge angeblich. Die Lunge auch lila, weil das der Tumortracer ist. Die Blase auch, weil da bestimmte Zellen drin sind. Sie können die also buntfarbig markieren. Das können Sie schon im OP machen. Das ist ein Beispiel, einfach wie man das ergänzen kann, zusätzlich solche Informationen zusätzlich zu dem MR und zu dem CT. Sie haben dann die zweite Möglichkeit, den Sample, wenn Sie heute eine Probe entnehmen. In Mannheim ist das relativ prägnant, weil da ist der Weg von der Chirurgie zum Teil zur Pathologie über 400 Meter. Das heißt, der Chirurg hat fast nichts von dem Ergebnis. Der wird also die Probe rübertransportiert, da sitzt ein Pathologe vom Dienst, der schaut die sich an, der hat nicht die Möglichkeit, sofort eine präzise Analyse durchzuführen. Das heißt, am Ende die Entscheidung, ob der Lungenflügel raus muss oder ob er drin bleiben kann, ist letztendlich erfahrungsbasiert. Die Information, ob das jetzt ein bösartiger Tumor, ein gutartiger Tumor ist, und das heißt, was man damit macht, kriegt man eigentlich erst Tage später. Das ist für den Chirurgen übel in dem Moment. Es ist aber für den Patienten noch übler, weil einfach solche Behandlungsketten dann ungefähr, manchmal Wochen, Monate dauern können. Was wir hier versuchen zu machen, und das deute ich hier jetzt gerade nur an, wir versuchen also erstmal sehr viel mehr Daten zu integrieren, zum Beispiel die Bilddaten mit solchen Daten und noch weiteren im Operationssaal, und wir versuchen diese Prozesskette, die also die Proben entweder in die klinische Chemie beziehungsweise in die Pathologie liefert, dass man diese Prozesse so kurz macht, dass sie quasi die Entscheidung schon möglichst präzise noch im Interventionsraum getroffen werden kann. Und wir haben ein Projekt, bei dem wir noch weitergehen, ist allerdings auf 15 Jahre angelegt, dann soll auch das Therapeutikum hergestellt werden. Und das wäre natürlich genial, wenn man also in einer Stunde erstmal präzise diagnostizieren kann und dann gleichzeitig auch noch individuelles Therapeutikum herstellen kann, also individualisierte Präzisionsmedizin mal in Ausführung. Hier, das hat jetzt mit Roboter nur indirekt zu tun, wenn man das als Roboter bezeichnen möchte. Ich habe Ihnen dieses Beispiel nur mal gezeigt als kleinen Ausflug, wohin das geht. Das zweite Standbein unserer Automatisierungstechnik. Das eine ist die Robotik, die Sie gleich noch etwas im Detail sehen werden. Der zweite Teil ist die Laborautomatisierung. Wir versuchen das aus den genannten Gründen zusammenzubekommen. Jetzt bringe ich ein Beispiel aus der Klinik mit. Schauen Sie das in Ruhe an. Es läuft jetzt leider etwas schnell durch. Ich versuche Ihnen das kurz zu erklären. Sie sehen gleich einen Interventionsraum mit einem Röntgengerät, was ein dreidimensionales Bild von der Lunge einer Patientin macht. CATS heißt Computer Assisted Thoracic Surgery. Wenn das dann gleich weitergeht, da sehen Sie dann gleich die Navigationsbilder. Sie sehen dann in den Navigationsbildern den Tumor in diesen Röntgendaten. Dann kommt der Radiologe im Operationssaal, der steckt dann ein Körbchen so in die Lunge, dass er den Tumor umfasst. Er markiert den Tumor.
Was Sie da nicht sehen, ist, dass er den Draht dann oben abschneidet und vom Operationstisch zurücktretet. Die nächsten Bilder, die Sie sehen werden, sind dann die Bilder des Chirurgen, der mit dem Endoskop in die Lunge reingeht und dann den Tumor einfach herausoperiert. Der Vorteil dieser sogenannten hybriden Prozesse, und das ist eine wahrscheinlich der massiven Änderung der nächsten Jahre, es ist die Frage, ich habe mal mit einem Chirurgen gesprochen, da ging es um, was macht die Chirurgie 2025, und ich komme mit dem sehr gut klar und habe gesagt, die gibt's gar nicht mehr. Und dann ging die Diskussion los. Die Frage ist natürlich, es ist im Grunde genommen mit Biopsienadeln oder Kathetern arbeitet, man kann mit Kathetern heute Herzklappen einsetzen und auch wieder herausnehmen mittlerweile. Also das heißt, diese Methoden, wenn man von minimalinvasiv schon mit klein spricht, werden immer noch kleiner. Und mit Hilfe der Biotechnologie ist es vielleicht irgendwann mal möglich, tatsächlich ohne wirklich große Resektionen auszukommen, sondern das Ganze quasi mit Nadeln durchzuführen. Also wer wird in Zukunft der Herr über den Interventionsraum sein und wer wird es dann durchführen? Das ist wirklich eine spannende Sache. Hier sieht man schon, wie sich die Disziplinen in Zukunft etwas stärker verändern müssen. Dieser Dialog findet in Mannheim sehr intensiv statt, nämlich der Radiologe, und das ist der Grund, weshalb man diesen Aufwand betreibt, auch diesen technischen Aufwand, so ein Artesigo-System kostet um die 800.000 Euro, so eine Operation dauert 4 Stunden. Der Vorteil ist, der Radiologe kann im Röntgenbild sehen, wo der Tumor ist, aber der kann ihn nicht herausoperieren mit seiner Nadel. Der Chirurg kann ihn herausoperieren, aber der würde, und das sehen Sie gleich in dem Bild, nie durch das Endoskopbild erkennen, was eigentlich gesundes und was krankes Gewebe ist. Erst durch diese Kombination entsteht ein sehr viel präziseres, schonendes und in Zukunft auch sehr viel schnelleres Operationsverfahren. Ich würde jetzt gerne noch einen Augenblick warten. Ich habe da nicht lange genug geredet. Ah, jetzt kommt es hoffentlich gleich. Dass Sie dann das Endoskopbild einmal sehen. So, jetzt hat er den Draht abgeschnitten und verklebt. Jetzt geht der Radiologe weg. Und es wird ein Kontrollscan gemacht, den sehen Sie als nächstes. Hier sehen Sie den Tumor, hier sehen Sie dieses Körbchen, was er um den Tumor herumgelegt haben. Wie gesagt, der Draht ist schon abgeschnitten da drüben. Übrigens dauert die Vorbereitung so einer Operation fast 2 Stunden. Und zwar mit vollem Personal, weil der Patient sehr speziell gelagert werden muss. Hier sehen Sie jetzt das Endoskopbild. Das ist jetzt der Tumor. Und Sie können, glaube ich, Sie können da einfach annehmen, den kann man so nicht erkennen und auch nicht ertasten. Fließen plötzlich Systeme zusammen und ermöglichen Technologien ganz neue Eingriffsmethoden. Und genau in diesem Bereich sind wir unterwegs. Wir haben jetzt ein System in einem Projekt entwickelt, das ich hier auch durchlaufen lasse. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir so eine Biopsie durchführen können, dass nach der Lagerung des Patienten eigentlich kein Arzt mehr den Raum betreten müsste. Theoretisch. Also das haben wir noch nicht am Patienten gemacht. Sie sehen jetzt hier unseren Interventionsraum. Wir haben so ein Röntgensystem zur Verfügung und verschiedene Robotersysteme. Was Sie jetzt hier sehen, ist wieder der 3D-Scan. Sie sehen, dass dieser Roboter einen komischen Knochen da mit in den Strahlengang halten. Auch das läuft gleich schnell durch. Sie sehen dann auch wieder die Navigationsdaten, wie vorher auch. Hier oben sehen Sie jetzt den Knochen, der lässt sich automatisch segmentieren. In dem Moment, in dem diese Segmentierung stattgefunden hat, wissen wir genau, welches Pixel, also wenn wir den Roboter, den zweiten Roboter, der daneben stand, wenn wir den losschicken, welches Pixel, also zu einem Pixel schicken, wissen wir genau, wo wir den Roboter hinschicken müssen. Das heißt, der Arzt muss eigentlich nur noch sagen, da Einstichpunkt, da Zielpunkt. Und der Roboter nimmt sich dann das Instrumentenwechselsystem, also die Biopsienadel, und sticht sie dann davor. Sie sehen, dass wir hier noch nicht automatisch stechen. Das hat einen Grund, dass die Bilddaten eben nicht gut genug sind. Und die Nadelsteuerung erfolgt sehr subtil, auch durch Drehen der Nadel. Die ist ja vorne angeschlichen, schliffen. Auf diese Weise kann man doch sehr schön auch durch den Körper navigieren. Außerdem weiß man immer nicht, ob man nicht doch noch irgendwas trifft, was wir in den Bilddaten nicht gesagt haben. Da gab es jetzt einen Todesfall in einer Stuttgarter Klinik, wo offenbar das passiert ist. Da hat ein Gefäß getroffen aus Versehen. Das können wir im Roboter noch nicht beibringen, aber wir sind dran. Der Gesamtvorteil davon ist einmal Präzision. Wir können von einer Stunde runter auf 5 Minuten, das werden wir schaffen. Das heißt, solche teuren Systeme und solche schonenden Interventionen werden für die breite Masse verfügbar. Sonst ist das nur etwas, was Universitätskliniken sich leisten können. Und das Dritte ist eine Sache, die mir neu war, auch nach sehr vielen Jahren in diesem Umfeld. Eine der Wünsche der Ärzte ist eine zusätzliche Sicherheit. Die wollen nicht alles aus der Hand genommen bekommen durch Roboter, sondern die wollen die zusätzliche Sicherheit haben, zwar quasi eine Second Opinion durch den Roboter, durch die Navigation, ob sie jetzt richtig liegen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Das eine Trend ist eben in Richtung Effizienz und Präzision. Eine zweite Sache, und ich bin wirklich einige Jahre in diesem Bereich drin, das ist die allererste Roboteranwendung, die ich kenne, die manuell nicht mehr durchführbar ist.
Sie sehen jetzt hier ein sogenanntes Intrabeam-System, was von diesem Roboter gehalten ist. Das Setup ist so ähnlich wie vorhin. Sie sehen, das ist eine Niederdosis-Strahlungsquelle. Letztendlich ist es eine Röntgenquelle von der Firma Zeiss. Sie sehen die Malt hier auf dem Röntgenpapier, sehr viel beschleunigter als normal, malt sie herum. Und was Sie gleich noch deutlicher sehen würden in dem Ausschnittbild, Sie sehen, dass da solche dunklen Punkte auf der Bahn sind. Die entstehen bei jedem Filzstift, wenn Sie da auf der Oberfläche rummalen. Sie haben immer einen Punkt mit null Geschwindigkeit. Und in dem Moment läuft mehr Tinte raus und Sie haben diese hässlichen Flecken. Dasselbe passiert natürlich, wenn Sie mit der Strahlenquelle arbeiten. Das ist der Grund, weshalb man dieses Intrabeam-System nicht einsetzen kann für flächige Bestrahlung bisher. Es wird also zum Beispiel bei Brusttumoren oder bei Wirbelsäulentumoren benutzt. Bei Brusttumoren, bei Frauen meistens, wird dann der Brusttumor resiziert. Dieses Gerät wird mit einem Applikator reingesteckt und dann werden quasi die restlichen Tumorzellen noch mit getötet durch Bestrahlung. Aber sie dürfen es nicht mehr bewegen, weil sehr genau berechnet werden muss, welche Strahlendosis eigentlich hinbekommt. Denn sonst erzeugen sie einen Kollateralschaden. Das ist ein Riesenproblem. Was wir hier gemacht haben, sind Algorithmen zu entwickeln, jetzt hier in schnellem Durchlauf. Sie sehen, die eine gleichmäßige Bestrahlung hinbekommen. Und Sie können sich vorstellen, so etwas manuell ist unmöglich. Also das heißt, eine Oberfläche so zu bestrahlen, dass sie tatsächlich eine gleichmäßige Strahlendosis garantiert, ist manuell nicht möglich. Mit einem Roboter geht es im Augenblick noch auf der Ebene, also noch in einem verhältnismäßig einfachen Setup. Aber das heißt, wir stellen den Ärzten eine Möglichkeit zur Verfügung, ohne das Skalpell in die Hand zu nehmen, Tumore zu behandeln, auch in flächiger Größe. Und das ist natürlich höchst spannend und das ist jetzt eine der Ergebnisse auch der Zusammenarbeit. Ich glaube, wenn jemand in einem normalen technischen Institut arbeitet, wie früher in Stuttgart, dann kommen Sie mit Strahlentherapeuten in dieser Weise nicht zugange. Sie haben nicht die Möglichkeit, überhaupt mit radioaktiven Materialien zu arbeiten. Dafür brauchen Sie auch die entsprechenden Physiker mit der Ausbildung. Und solche Dinge entstehen tatsächlich nur durch einen ständigen Dialog. Kleine Auflockerung zwischendurch. Eigentlich fange ich damit an oder höre manchmal mit den Vorträgen damit auf. Sie haben es leider noch nicht ganz überstanden. Dieses Bild hier von 1965, es ist tatsächlich so, dass die Systeme, über die wir gerade nachdenken, mit großen Gruppen von technischen Forschern, tatsächlich so aussehen werden. Und deswegen bringe ich das hier auch am Ende dieses Großroboter-Kapitels sozusagen, um mal zu zeigen, dass da diese Vision tatsächlich einen sehr realen Bezug haben kann. Diese Systeme können in Zukunft tatsächlich so aussehen. Auch dieses Tricorder-System, multimodale Sensorik, die aus sehr vielen Daten ein Bild zusammensetzen, bis eben hin zu diesem Roboterdach, was dann also vielleicht sogar in einem MR- oder CT-Scanner zusammen mit eingefahren werden kann und die Operation direkt durchführt. Die ersten Roboter, die MR- oder CT-tauglich sind, bauen wir gerade. So, jetzt mache ich eine Freude den Kollegen von Fraunhofer. Ich weiß nicht, ob Sie da schon da waren, ne, bei dem HoloHand-Projekt. Ah, okay. Da haben Sie Glück gehabt. Die verzweifelten Kollegen kennen Sie vielleicht noch. Also das ist hier mit den Kollegen aus Darmstadt entwickelt und noch Kollegen aus Erlangen. Ich bringe das deswegen einfach, ich will da gar nicht so lange drauf eingehen, weil wir auch ein bisschen aus der Zeit rennen und es tatsächlich ziemlich heiß hier drin ist. Sie haben vorhin diese Prozesskette gesehen mit dem Hüftroboter. Da war es halt so, man nimmt einen CT, bringt den Roboter einmal in eine Startposition, sagt ihm, wo der Knochen ist und dann fräst er los. In dem Moment, in dem jetzt irgendwas sich bewegt hat, muss man die Operation beenden, weil sie halt nicht klar war, was er weggefräst hat und auch nicht neu registriert werden kann in dem Moment. Jedenfalls nicht präzise genug. In diesem HoloHand-Projekt haben wir ein System entwickelt für Weichgewebe. Das ist nämlich die große Kunst. Bei Knochen hat man das eigentlich mittlerweile recht gut im Griff. Knochen kann man auch relativ einfach fixieren. Bei Weichgewebe geht das nicht. Hier sehen Sie die Leber, die ist noch das großzügigste Organ, das also am stabilsten ist in den Weichgeweben, aber im Augenblick geht der Trend Richtung Prostata und Richtung Niere und anderen Organen, also weichen und kleinen Organen. Was wir dann gemacht haben, ist das, was Sie dann hier im Video sehen, wenn es läuft, da läuft es. Das Ziel war also eine roboterassistierte Intervention zu machen, einen Closed Loop zu schaffen, in dem wirklich tatsächlich diesen Regelkreis, den Sie vorhin gesehen haben, gemessen werden kann. Das heißt, wenn man die Leber pulst, bewegt die Leber nicht ganz so stark, aber zum Beispiel, wenn Sie was resizieren oder wenn jemand irgendwie die Leber anstößt oder irgendein Haken gesetzt wird, dann verändern sich diese Bilder, die vorher gemacht wurden und mit denen der Tumor markiert wurde. Sie sehen jetzt hier, der Tumor wurde segmentiert, da drin ist der Tumor in der Mitte. Und Sie sehen hier auch, dass man sehr viele periphere Geräte braucht. In diesem Fall eine Streichlichtproduktion, die nur dafür diente, die Trokare richtig zu setzen. Damit also die Einstichpunkte der Trokare richtig sind, an der richtigen Stelle sind, weil so ein Roboter 500 Kilo wiegt. Wenn Sie mitten in der Operation einen Kardinalfehler, also wer so etwas baut, der gehört gleich in den Kühlschrank gestellt, dass Systeme länger dauern als das, was man vorher gemacht hat, also manuell. Das darf nie sein.
Hier dienten die dazu, dass die Geräte auf jeden Fall richtig positioniert sind. Sie sehen das hier. Sie sehen jetzt hier als zweites Utensil, und das ist eigentlich der Kern der ganzen Geschichte. Da sehen Sie, das ist ein Ultraschallgerät. Also wir kompensieren in diesem Fall die Bewegung der Leber durch Resektion oder durch andere Bewegungen. Dadurch, dass wir mit dem Ultraschall, mit dem Doppler-Ultraschallgerät uns die Gefäße anschauen, die kann man relativ gut segmentieren, sowohl im CT-Bild, in dem die Schnittbahnplanung gemacht wurde, als auch im Ultraschallbild. Und dann kann man natürlich immer gucken, was sich in diesen Bahnen wie Landmarken verändert hat. Und dementsprechend kann man die Leberverformung errechnen und dann wieder zurückrechnen auf die Schnittbahn. Das ist das Prinzip. Und das Interessante an der Geschichte ist, das war sicher sehr, sehr ambitioniert, als wir damit angefangen haben. Und ich glaube, wir sind immer noch die Einzigen, die es tatsächlich einmal komplett durchgezogen haben. Das funktioniert natürlich nicht im OP. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ein so ein Durchlauf hat, glaube ich, am Ende immer noch 2 Stunden gedauert. Also mit allen Berechnungen, mit allem, was man machen muss. Das ist natürlich völlig indiskutabel für den OP-Einsatz. Aber grundsätzlich funktioniert es. Mittlerweile sind die Chirurgen, weil sie halt sich zum Beispiel bewusst sind, was Tumor verschleppt, wenn sie nicht sauber den Tumor rausoperieren oder wenn sie ihn verschleppen, das, was dann passiert mit dem Patienten, dass das zum Teil ein Todesurteil ist. Auch das medizinische Wissen führt bei den Chirurgen, führt die Chirurgen oder bringt die Chirurgen unter sehr viel stärkeren Druck, sich andere Methoden anzuschauen. Während am Anfang dann noch skeptisch drauf geschaut wird, reden wir heute mit den Chirurgen über diese Dinge eigentlich schon, ja, wenn es technisch möglich ist. Also die Akzeptanz solcher Konzepte ist mittlerweile, würde ich sagen, zu 80% durchgeraten. Sie sehen, dass sehr viele Geräte drumherum notwendig sind. Und da würde ich Sie als nächstes gerne darauf hinweisen. Ups, so. Und das ist jetzt abendfülles Programm. Also wir haben sehr, sehr viele Projekte, die wir den Ärzten normalerweise nicht zeigen. Sie sehen jetzt hier ein Beispiel herausgenommen. Und zwar ist das die Verkabelung. Wenn Sie mehrere Roboter im Operationssaal einsetzen, ich nehme nur ein Beispiel heraus, dann müssen Sie dafür sorgen, dass der Notausschalter tatsächlich das System ausschaltet. Wenn Sie jetzt ein normales Netzwerkverbindung sehen, auch wenn es da sicher Sonderformen gibt, dann überlegt sich beim Ethernet erstmal, ob er jetzt das erste Paket oder das zweite Paket sendet. Um so etwas im Operationssaal zu unterbinden, nimmt man Point-to-Point-Verbindung. Das heißt, für allem, was da verbunden werden muss, nimmt man ein Kabel. Das würde bei diesen komplexen Aufbauten, und was Sie gerade gesehen haben bei Mitigate, ist einfach ein Aufbau, da fehlt die Anästhesie, da fehlt der Endoskopieturm. Das ist überhaupt nicht der realistische Zustand dann im Operationssaal. Sie würden armdicke Kabelbündel im Operationssaal verlegen müssen. Das ist schon deswegen ein Problem, wenn Sie ein bisschen Produktionstechnik haben, das ist, oder Autofahren. Eine der größten Störquellen sind immer noch Kabelbrüche oder irgendwas mit Kabeln. Kabel ist immer ein Teufel. Und wenn Sie jetzt diese Kabel auch noch stecken müssen am Anfang der Operation, erzeugen Sie einen zusätzlichen Aufwand und. Sie müssen sich also um solche Operationen durchführen, mit etwas beschäftigen, was keiner finanzieren will. Das ist das Spannende eigentlich an dieser Geschichte. Wenn Sie dann so eine Verdrahtung haben, haben Sie dann nachher eine Situation wie diesen. Was wir jetzt versuchen zu erreichen, ist so etwas. Das heißt, alle Stecker, die dort entwickelt werden, sollen nachher quasi zunächst mal in eine Switchbox, die dann konfigurierbar ist, verbunden werden. Aber jedes Objekt, was hier drin ist, jedes Gerät, wird nur noch mit einem Stecker versorgt. Das ist eigentlich die Idee, um solche Technologien verfügbar zu machen. Wenn Sie sich ein bisschen mit Flugzeugbau auskennen, der A380 hat ungefähr 80 Bussysteme, verschiedene. Sie kriegen jedes Bussystem für jede beliebige Anwendung, Echtzeit, Sicherheit, was auch immer. Aber Sie können nicht 80 Bussysteme in den OP einbauen. Also brauchen Sie andere Architekturen, und da will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Das sind dann einmal eine Architektur, die dafür sorgt, dass also sicherheitsrelevante Signale auf jeden Fall mit der entsprechenden Quality of Service durchgeschleust werden. Echtzeitsignale, Video zum Beispiel, denkt man immer nicht dran, wenn man sich damit nicht beschäftigt, aber man kann dem Chirurgen nicht zumuten, dass er ein Endoskopbild von 2 Sekunden später erst sieht. Also der will irgendwo schneiden oder ist in der Nähe eines empfindenden Organs und sieht immer erst 2 Sekunden später, wo er gerade ist. Tödlich. Ist auch in den Normen festgelegt, aber deswegen werden auch dort immer Point-to-Point-Verbindungen gebraucht, was auch wieder zu dicken Kabelbündeln führt und natürlich normale Datenübertragung. Gut. Sie sehen jetzt hier einfach ein Beispiel, Mini-Roboter. Wer kennt den Film nicht? Okay, alles. Oh, oi. Also das wäre doch mal was für die nächste Sitzung hier, oder? Sich den anzuschauen. Also hier wird ein Roboter so geschrumpft und in das Gefäß eingespritzt und dann bewegt mit den Menschen zusammen und die bewegen sich durch den Menschen, und ich glaube, es ist irgendein Gehirntumor, ne? Oder irgendeine eine Fistel, die sie da rausholen müssen, irgendein Gewebe, das sie rausholen müssen. Das ist natürlich ein bisschen absurd. Interessant ist nur, dass im Maschinenbau gerade die ersten Nanodrucker aufkommen.
Das heißt also, Dimensionen im Nanogröße zu drucken. Ich habe sowas noch nicht gesehen, sondern eigentlich auch nur aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift raus. Aber das heißt, man ist gar nicht so wahnsinnig fern mehr davon, zumindest so kleine U-Boote zu bauen, die sich durch die Gefäße durchwühlen. Da gibt es eine ganze Reihe wirklich spannender Anwendungen. Man macht so etwas schon ein bisschen, natürlich nicht in den Dimensionen wie in dem Film. Da sehen Sie hier oben jetzt solche Magneten. Das gibt es tatsächlich schon, um Katheter im Körper zu steuern. Da sitzt man von außen Magneten dran. Da gibt es eine Gruppe in Zürich, die lässt also so ein Endoskop tatsächlich zumindest in der Speiseröhre im Bauch schweben. Ist eigentlich auch Robotik. Robotik ist ja nichts anderes letztendlich als eine Umsetzung von Bewegung. Es gibt die Möglichkeit, die wohl technisch relativ einfach ist, dass man an die Zellen, an Zellen Chips anhängt. Also man könnte theoretisch jetzt überall durch den Körper, zum Beispiel mit solchen Tracern, Mechanik hinbringen. Da weiß allerdings keiner, wofür es gut ist. Es ist einmal ein schönes Spielzeug. Und dann natürlich die Pillcam, die Ihnen vielleicht schon ein Begriff ist, weil sie tatsächlich heute im täglichen klinischen Einsatz befindet. Fragen Sie mal Ihren Nachbarn, aber ich warne Sie, die kommt halt aus einem bestimmten Ort raus, also die wird geschluckt und wandert dann einige Stunden durch den Körper, macht dann, ich glaube, alle 3 Sekunden eine Aufnahme und der Chirurg muss sich nachher dann schaut sich dann alle Bilder an und versucht daraus dann eine Diagnose zu machen. Hat den Vorteil, dass sie weiter in den Körper reinkommt, also in die Region, wo man mit dem Endoskop nur schwierig hinkommt. Und natürlich für den Patienten, der muss halt keinen Schlauch schlucken. Die Ärzte lieben das nicht. Das liegt daran, dass sie eben stundenlang sich Bilder anschauen müssen. Und es ist etwas anderes, ob man ein kontinuierliches Bild hat und er auch nochmal hin und her gucken kann oder ob er irgendwo nur vom Polypen den Rand sieht und darauf dann irgendeine diagnostische Entscheidung treffen müssen. Trotzdem setzt sich das weiter durch. Das ist interessant. Also da gibt es mittlerweile mehrere Firmen, die das kopieren. Das heißt, der Bedarf steigt. Was wir technisch machen wollen, sind natürlich solche Systeme weiter zu aktuieren. Da gibt es jetzt Ansätze, mit kleinen Kompartimenten zu arbeiten. Das wäre natürlich sehr spannend, wenn der Tumor den Polypen gleich analysieren könnte. Das heißt also, der nimmt sich eine Probe, hat dann drin so ein kleines Kit, was er dann durchlaufen lässt und dann sagt er gleich, okay, Polyp gutartig, rutsch weiter. So einfach ist es dann am Ende nicht, auch von der biotechnischen Seite nicht, aber zumindest versteckte, okkulte Blutung heißt das, also versteckte Blutung im Magen, die man nicht im Stuhl sieht, weil sie einfach zu gering sind, die aber trotzdem gefährlich sein können, die werden also hier, die kann man mit so etwas schon messen, da gibt es ein System, was gerade sich in der Entwicklung befindet, wissen Sie, was das eine der schwierigsten Punkte ist bei der Entwicklung solcher Systeme, gerade die jetzt nur durch den Magen durchlaufen? Woran wir eigentlich im Augenblick scheitern, früher war es die Batterie am Anfang, mittlerweile scheitern wir daran, weil wir eben dieses Durchrutschen, die Bewegung nicht kontrollieren können. Also suchen wir nach Verfahren, mit denen wir irgendwie mechanisch diese Pille fixieren können. Klingt jetzt total einfach, nimmt doch ein Spinnenbein, aber da werden sie vom Chirurgen erschlagen. Er sagte, der hat sowieso einen perforierten Darm und jetzt wollen sie da noch mit einer Nadel in den Darm reinstechen, sind ja verrückt geworden. Sie können ihn natürlich vielleicht aufpumpen, aber dann schränken sie die Bewegungsfreiheit ein. Eine der großen Probleme, die wir damit haben, ist tatsächlich, wie positionieren wir sie, wie fixieren wir sie in dem Darm. Ich glaube, die restlichen Dinge würde man sogar ganz gut in den Griff kriegen. Den kleinsten Roboter, den wir bauen, den bauen wir auch mit den Kollegen von der Universität hier zusammen. Die bauen die Navigationssoftware davon. Wir sind für den Roboter zuständig. Das Problem ist HNO, Zugang, Schädelbasis, hier hinter dem Ohr, wenn Sie da fühlen. Vielleicht können Sie nachher hier in dem Kurs noch mit angeben. Da ist so ein Zapfen, ne? so ein komischer Zapfen hinter dem Ohr. Ne? Das ist das sogenannte Mastoid. Das ist schaumartiges Gewebe. Der ist relativ weich. Der Schädelknochen ist der härteste Knochen im Körper. Da muss, wenn Sie den sehen, wenn eine Trepanation, da muss der Chirurg richtig zupacken. Da können Sie also einfach so durchrutschen. Das Problem an diesem Mastoid ist, dass dadurch der Nervus facialis am Rand durch einen Knochenkanal läuft, also der Gesichtsnerv und noch einige Gefäße. Das heißt, wenn Sie den treffen und das merken Sie nicht oder ihn überhitzen, dann wacht der Patient mit einer gelähmten Gesichtshälfte auf. Deshalb, eigentlich dauert so eine Präparation, die legen dieses Mastoid, das ist so ein Zapfen, legen die Chirurgen komplett frei, eigentlich nur, um diese Nerven und die Gefäße zu sehen, damit sie da nicht gegenhauen. Das dauert über eine Stunde, je nachdem, wie der Fall ist und wie geübt der Chirurg ist. Ist also ein typischer Fall eigentlich für den Roboter. Man kann mit der Navigation durchaus den Tumor oder das Innenohr sehen. Man könnte eigentlich direkt bohren. Aber solange man nicht weiß, wo diese Gefäße und diese Nerven dran sind, macht man das nicht. Und sind die Kollegen auf die Idee gekommen aus Aachen? Die haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal klassische Maschinenbaumethoden und legen um diese Gefäße und um die Nerven legen wir eine Sicherheitszone. Das kann man machen. Das Problem ist, man sieht die Nervengefäße nicht genau genug. Das muss ich vorausschicken, um sie tatsächlich ganz sicher zu sein. Dann könnte man natürlich auch direkt bohren. Also sie legen eine Sicherheitszone rum, haben auch mittlerweile nachgewiesen, dass das tatsächlich dazu führt, dass man dann kollisionsfrei arbeiten kann. Aber Sie sehen das Problem, was man da hat. Das Bohrloch ist nur noch 1 Millimeter am Ende oder kleiner oder gar nicht.
Mit anderen Worten, sie haben zwar ein sicheres Bohrloch, aber sie kommen überhaupt nicht mehr hin mit einem Gerät. Deswegen sind sie dazu übergegangen, sagen, okay Leute, dann lass uns mal überlegen, wie wir jetzt um die Ecke bohren können, also dran vorbei bohren können. Und dann haben wir angefangen, einen Roboter zu entwickeln und den bringe ich hier, weil es auch sicher ein Musterbeispiel ist für kleine Roboter. Der wird nachher mal 5 mm Durchmesser haben, also diese Größe hier haben. Er setzt sich aus drei Teilen, einem Fräser, einem Mittel- und einem Hinterteil zusammen. Sie sehen hier diese Kissen, die aufgepumpt werden können. Die sieht man hier schon in diesem gedruckten Bauteil. Da sehen Sie diese Materialschwächung, die dazu führt, dass man das nach außen drucken kann. Damit kann man das Hinterteil festklemmen. Das wird mal der Mittelbike sein. Der ist hier. Der drückt also von hinten dieses Vorderteil nach vorne. Der Fräser fräst. Wenn der Bike ausgelenkt ist, klemmt er sich hier wieder fest, zieht den Hintern nach und es geht weiter. So ist das grundsätzliche Prinzip. In 1:5 haben wir ihn schon gebaut. Spannend wird sein, was jetzt wirklich, also in 1:5 glaube ich, das auch zu funktionieren. Da sind wir uns mittlerweile ziemlich sicher. Wir betreiben ihn hydraulisch. Hydraulisch hat einen Vorteil, wir kriegen 200 Bar durch Schläuche, die nur 1 mm Durchmesser haben. Mit anderen Worten, wir haben wirklich so viel Kraft, um einen ganzen Lastwagen hochzuheben. Wir haben keine hohe Leistung. Das ist ein bisschen das Problem. Und wir haben natürlich noch nicht nachgewiesen, was passiert, wenn so ein Ding platzt. Da aber wenig Masse dahinter ist, gehen wir davon aus, dass nicht sehr viel passieren wird, aber das sind so die Überraschungen noch. Im Augenblick kämpfen wir noch mit anderen Dingen. Interessant ist hier diese Sache, dass solche Roboter gedruckt werden und damit natürlich im Preis so weit runtergehen, dass man sie tatsächlich als tägliches Produkt benutzen kann. Das machen wir auch gerade übrigens für andere Instrumente. Man muss da ziemlich viel über Drucktechnik wissen und manche Dinge, da ahnt man eigentlich erst hinterher. So, Sie sehen es jetzt. Sehen es jetzt hier. Das macht ein Höllenradau. Sie sehen jetzt die Kissen, die sich hier festklemmen und Sie sehen, dass sich dieses Teil hin und her bewegt. Sehr, sehr minimal. Mittlerweile ist es etwas mehr, weil wir die Konstruktion geändert haben. Aber das ist das, womit man sich mehrere Jahre beschäftigen kann und wo man auf Probleme stößt, die man vorher nicht geahnt hat. Das Problem ist tatsächlich mithilfe durch die Anordnung der Kissen dafür zu sorgen, dass er wirklich um die Ecke bohrt und zwar mit ausreichend Kraft. Und also dieser Versuch hat uns sehr, sehr glücklich gemacht. Immerhin. Ich bin jetzt schon fast am Ende. Eigentlich bin ich am Ende. Ich werde jetzt hier nicht so wahnsinnig weit drauf gehen, aber ich wollte den Teil Service Robotik wenigstens der Vollständigkeit halber nicht ausklammern. Wir sehen hier jetzt ein Projekt aus unserem Mutterinstitut in Stuttgart, die sich damit seit vielen Jahren beschäftigen. Ist also ein System, was jetzt hier nicht für den klinischen Alltag gebaut wurde. Aber ich glaube, das wünscht sich ja jeder, zumindest ich als Alleinstehender. Also wenn da so ein Roboter staubsaugen würde, einkaufen würde, putzen würde, Scheiben putzen würde, der hat ja von mir aus den ganzen Tag Zeit. Ich bleibe auch eine Stunde länger im Büro, wenn ich da nicht putzen muss. Sie sehen, dass er hier durch die Gegend fährt. Das ist ja eine interessante Entwicklung gewesen. Die Japaner haben mit dem Asimo, den Sie am Anfang mal gesehen haben, haben ja sehr früh angefangen, solche Anthropomorphen oder solche Hilfssysteme zu bauen. Die Europäer haben lange gelacht und haben dann also gemerkt, oh scheiße, da wird ja was draus und haben dann sehr, sehr viel Geld in die Forschung reingesteckt und das sind vielleicht so die ersten Systeme, also so Staubsaugerroboter gibt es ja schon, die funktionieren schon mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, aber das sind so Systeme, die durchaus mittelfristig auch in der Medizin einsetzbar kommen. Wir haben gerade eine Diskussion darüber, da geht es um die Klinik 4.0, Effizienzsteigerung, da geht es darum, dass solche Roboter eingesetzt werden, um zum Beispiel Medikamente oder beziehungsweise Patienten am Patientenbett zu versorgen mit solchen mobilen Plattformen. Also auch das eine Anwendung. Im klinischen Umfeld wird so etwas wahrscheinlich nicht eingesetzt. Also im klinischen Umfeld für die Therapie und Diagnostik. Das, zumindest sehe ich das im Augenblick nicht. Aber als Logistiksysteme, glaube ich, könnten solche Systeme durchaus eine große Chance haben. Abschließend möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich weiß nicht, ob der Eindruck entstanden ist, das wird mal irgendwann so aussehen, dass Sie den Roboter tatsächlich einfach so einkaufen und zu Hause rumoperieren. Das sind wir natürlich von weit weg. Das ist wirklich ein Witz. Dass die Roboter aber anders werden, dass sie nicht mehr Roboter werden, die von außen irgendwo im Operationssaal in den Menschen eingreifen, sondern dass sie so klein werden wie Pillcam oder auch dieses Mucknus-System. Da bin ich ziemlich sicher, dass wir dort noch so einige Überraschungen erleben werden, auch im Zusammenhang mit der medizinischen Forschung. Also dass solche Kapseln dann zum Tumor durch den Körper wandern und dann quasi autark bestimmte Funktionen ausüben, medikamentieren oder messen oder was auch immer. Ich glaube, da werden wir in Zukunft noch einige Überraschungen erleben. Diese Systeme sind im Augenblick wieder auf dem Hochkommen. Das heißt also, es gab eine lange Phase, wo die Robotik eigentlich
weder in der Presse gern gesehen war, noch gefördert wurde, also wirklich in der Versenkung verschwunden war. Mittlerweile kommen die mit Macht wieder. Und zwar deswegen, weil sie halt immer mehr eingesetzt werden für diese hybriden Interventionen, die ich in der Mitte mal gezeigt habe. Das scheint tatsächlich ein Bereich zu sein, wo sich die Roboter immer stärker etablieren und wo man sich in Zukunft vorstellen kann, dass es ohne Roboter sehr schnell und sehr präzise wahrscheinlich möglicherweise auch nicht gehen wird. Ja, je mehr sich auch die Instrumente weiterentwickeln und damit je mehr Möglichkeiten man hat, mit Instrumenten, also die Nadeldurchmesser haben, im Körper wirklich zu operieren. Und da sehen Sie auch wieder einen weiteren Zusammenhang. Die ganze Thematik ist irrsinnig komplex. Es ist auch nicht so, dass einer sowas löst. Unser Vorteil, den wir in Mannheim haben, ist, dass wir also um uns herum Riesengruppen von Biologen, Ärzten, Physikern haben, die die Bildgebung machen, die uns einfach die Peripherie zur Verfügung stellen. Einer allein schafft hier keine Lösung. Das ist ein Problem auch in unserem Forschungswesen, dass wir viel zu schwerfällig sind, dass wir solche Systeme zu verkoppeln und auch gemeinsam uns mit den Schnittstellen abzusprechen. Das führt dazu, dass man immer wieder neu anfängt, Roboter zu entwickeln und nicht auch vorhandene, immer wieder neu anfängt, Navigationssysteme zu entwickeln, ohne sie entscheidend weiterzubringen. Und damit verbrauchen wir unsere Ressourcen, aber kommen einfach nicht an dieser Schallmauer vorbei, die uns jetzt einfach da zwingt, solche auch komplexen Systeme mal in Angriff zu nehmen. Das Zweite ist, das gebe ich Ihnen jetzt sozusagen mit auf den Weg zum Kühlschrank. Chaos Computer Club war für mich immer eigentlich die Hacker par excellence. Ich habe jetzt gerade schon mich mit Ihnen unterhalten, das ist also etwas anders, das Ganze, habe ich jetzt gelernt. Weiterhin sehr sympathisch. Aber hier werden wir ein Problem mit Hacking bekommen. Also ich habe diese Systeme, diese Robotersysteme sind häufig standalone. Die haben also häufig, nicht immer, also dieses SIGO-System zum Beispiel mit dem PAX-System verbunden mindestens, die sind eigentlich nach außen. Deshalb haben wir im Augenblick noch keine Probleme durch Hackerangriffe. Wir haben genug Probleme mit Software, die abstürzt und sowas, aber noch nicht mit Hackerangriffen. Aber stellen Sie sich mal vor, was wirklich die Vision ist, dass sämtliche Daten, sowohl Patientendaten als auch die technischen Daten als Planungsdaten eigentlich zentral gespeichert werden, die sogenannte Klinik-Cloud. Das macht durchaus Sinn. Es macht keinen Sinn aufgrund der Gefährdung. Dann würden Sie haben vorhin den Roboter gesehen, der eine Biopsienadel führt. Jetzt ist irgendeiner, hat sich da reingehackt und denkt, oh schön, Biopsienadel, piekst das und drückt auf den Knopf und das Ding haut plötzlich woanders rein. Die Gefahr, dass solche Systeme wirklich gehackt werden, dass damit Unfug getrieben wird, ist riesig groß. Wir warten im Augenblick sehr auf die Entscheidungen aus der Automobilindustrie bezüglich der Rechtsprechung bei autonomen Fahrzeugen, die da einige echte Parallelen aufweist. Wer ist eigentlich am Ende schuld, wenn dann tatsächlich etwas gehackt oder überhaupt etwas automatisch passiert? Wer ist eigentlich schuld? Der Hersteller, der Arzt, der Bediener oder vielleicht sogar der Patient, der gezuckt hat im falschen Moment? Das Letzte wird wahrscheinlich nicht so sein. Da tun sich eine ganze Menge Fragen auf, die jetzt, glaube ich, so den Computer-Chaos Club vielleicht auch noch interessieren könnten. Wenn einer Lust hat, in diesem Bereich sich mal damit auseinanderzusetzen, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr früh. Also da müsste man wirklich erstmal analysieren, wie überhaupt diese IT-Architekturen heute aussehen in diesem interventionellen Umfeld. Dann kann er sich gerne bei mir melden und wir haben sicher optimale Voraussetzungen, so etwas auch zu erarbeiten. Jetzt haben Sie es geschafft und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.